Hallo Hello Kitty Freunde! Es fehlen nur noch ein paar Tage, bis wir in die Schule zurückkehren. Und deshalb zeige ich euch im heutigen Video, wie ihr ein bezauberndes Mäppchen machen könnt, das von eurer Freundin Hello Kitty inspiriert ist und das ihr immer bei euch habt, auch in den Unterrichtsstunden. Schauen wir mal, was ihr dafür braucht. Benötigte Materialien: Bögen aus farbigem Filz, Schablone zum Ausdrucken, Reißverschluss, Kleber, Bastelschere mit abgerundeter Spitze, Bleistift. Zuerst ladet die Schablone der Puppe herunter, die ihr in der Beschreibung dieses Videos findet, und druckt sie auf einem Blatt Papier aus. Schneidet die verschiedenen Teile entlang der Konturen mit der Bastelschere aus. Lasst euch bei diesem Schritt bitte von einem Erwachsenen helfen. Mit einem Bleistift zeichnet die Konturen des Bodens unseres Mäppchen auf ein Blatt weißes Filz. Legt die Teile 1 und 2 darauf und schneidet sie mit einer Bastelschere aus. Diese werden nützlich sein, um das Gesicht von Hello Kitty herzustellen. Auf einem gelben Filzbogen paust die Konturen des Teils Nummer 3 ab. Ihr werdet zwei identische Stücke benötigen, also wiederholt diesen Vorgang bitte zweimal. Um das Hello Kitty-Kleid herzustellen, zeichnet auf einem blauen Filzbogen die Konturen der Teile 4 und 5 nach und schneidet alles aus. Jetzt haben wir alle notwendigen Teile, um unser Mäppchen zusammenzufügen. Nehmt einen Reißverschluss wie diesen hier und befestigt ihn mit Bastelkleber entlang der Kanten der Teile 1 und 2. So wie ich es mache. Gebt auch entlang der Kanten auf der Rückseite des weißen Filzes etwas Kleber und klebt die beiden Teile aufeinander. Nutzt ein wenig Druck, damit es richtig haftet. Jetzt müsst ihr nur noch die beiden Teile Nummer 3 mit Kleber verkleben. Eine auf der Vorderseite und eine auf der Rückseite des Mäppchens. Das gleiche macht ihr mit den Teilen 4 und 5, um das Hello Kitty-Kleid herzustellen. Um dem Mäppchen einige Details hinzuzufügen, nehmt einige schwarze und gelbe Filzbögen und schneidet zwei kleine schwarze Ovale für die Augen und ein gelbes für die Nase aus. Helft euch mit der Schablone, die ihr zuvor ausgedruckt habt. Dann klebt die Augen und die Nase mit Bastelkleber in die Mitte des Mäppchens und platziert Hello Kittys Schnurrhaare, die ich mit Hilfe der Schablone durch das Schneiden kleiner Streifen aus schwarzem Filz erstellt habe. Jetzt fehlt nur noch die tolle rote Schleife. Zeichnet die Konturen der Schablone auf den roten Filz und schneidet die verschiedenen Teile aus. Klebt sie mit Bastelkleber und dann setzt die Schleife direkt auf das Mäppchen. Und jetzt ist das bezaubernde Mäppchen von Hello Kitty fertig! Was meint ihr dazu? Werde auch du ein Freund von Hello Kitty, abonniere den Kanal und gib einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal!